Willkommen zurück zu einem weiteren Stadionvlog hier auf diesem Kanal. Der letzte Spieltag in dieser Saison steht an. Wir sind zu Gast in Wolfsburg, in der Volksarena beim VfL Wolfsburg. Es geht um gar nichts mehr. Mir ist das Ergebnis auch relativ egal. Aber ich glaube noch, für die Stimmung zum Abschluss der Saison könnte es ein richtig geiles Spiel werden. Ehrlicherweise muss ich sagen, die Stimmung auf dem Hinweg war mega. Wir sind auch super viele Hertha-Fans. Ich denke mal, wenn ich hier auch schon auf die anderen Blöcke schaue, also sogar im neutralen Bereich sitzen viele Hertha-Fans. Das zeigt, dass die Mannschaft auf jeden Fall in der nächsten Saison auf unsere Unterstützung zählen kann. Sind wir ehrlich, heute geht es um gar nichts mehr. Sollte ich eine Prognose zu diesem Spiel haben, wäre meine Prognose wohl ein 3:1 für Wolfsburg. Wir gucken gleich auf unsere Aufstellung, aber ganz im Ernst, ich denke mal die Arena, ich schaue mir die gerade so ein bisschen an, die ist echt nicht schlecht. Das ist so eine kleine, aber so ein richtiges Fußballstadion. Zwar sehr, sehr klein, aber trotzdem, wenn ich das mal mit dem Olympiastadion vergleiche, ich sehe etwas. Krass. Schauen wir mal auf die Startaufstellung. Ernst steht im Tor, Niederlechner spielt, Serdar spielt, Boetius spielt, Kenny spielt, Kempf spielt, Platte spielt, Richter spielt, Ngankam Toussaint und Clemens spielen auch. Ich denke mal, es ist klar. Es geht darum, zum Beispiel Luke Bakio einfach mal zu schonen. Er ist Verkaufskandidat Nummer 1. Aber ansonsten haben wir eine komplett zusammengewürfelte Elf. Jag und Clemens so, geben das Debüt. Ich bin gespannt, was drin ist. Nur so vor oder sind die Hälfte der Plätze einfach leer? Hauptsache, das Ding geht nicht in den Fremdverkauf. Aber dafür ist die Hälfte des Stadions gefühlt leer. Das ist eigentlich für eine Hymne, habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Choreo von Wolfsburg, das muss man sich natürlich anschauen. Ja. Der erste Kurve. Aber Freiburg-Kurve ist schöner. Also, Choreos. Boah. Ist okay. Einlaufmusik. Ah, jetzt kommt sie da hoch, die Choreo. Aber ich frage mich dann echt, warum hier gefühlt alle Plätze, also so einige auf jeden Fall mindestens ein paar tausend Plätze frei sind. Das ist einfach schade. So, es geht los. Kurze nette Nachricht nebenbei. Ich habe es jetzt mitbekommen. Osnabrück ist aufgestiegen. Mensch, das hat ja lang gedauert. Digga. Ey, Scheiße, hat ja lang gedauert. Geht jetzt wieder los. Vergessen. Ich habe nichts erwartet, aber ich bin schon wieder enttäuscht. Was ist denn das? Und Nummer 16, Jakub! Also das Ding hat sie so oder so vergessen heute. Aber dass die schon wieder so auftreten, das ist ja schon wieder unglaublich. Was willst denn du Fotzenkopf, Alter? Das Ding hier ist ja... VAR! Hä? Ich hab grad VAR auf einmal nicht mehr. Okay. Ja, top Pass, Alter. Alter, ey, was ist denn das hier heute schon wieder? Bei uns hängt ein Banner.
Digga, Niederlechner. Boah, also so ein Scheißspiel. Gerade die erste gute Chance von uns, aber ehrlich, das hättest du dir heute auch sparen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Mannschaft tritt so aus, als sei es denen einfach scheißegal. Und das ist denen wahrscheinlich auch einfach scheißegal. Oh, Ngaka. Ja, mal gucken, was noch geht. Richter, mal eine Chance. Ich finde, wir spielen gar nicht so schlecht. Man merkt ja, dass unsere Defensive eine reine Katastrophe ist, aber es ist trotzdem okay, was wir spielen. Boah, Alter. Aber dann sind wir jetzt komplett dämliche Aktionen dabei. Reinmachen. Also es ist echt unglaublich. Wir fressen auch jedes Mal runter. Boah. Yeah! Digga, das Ding hat ein Loch im Rasen hinterlassen. Digga, das hat immer ein Loch.
Ja gut, das Spiel plempert gerade vor sich hin. Ich glaube, es ist sowieso Halbzeit. Was soll ich sagen? Es interessiert mich nicht, wie was hier auf dem Platz passiert. Übrigens, auf dem Banner stand ja ein Text von wegen Söldner im Verein, dass die sich verpissen sollen. Millionen kassiert, den Verein blamiert und das ist einfach brutal. Die haben absolut recht. Ich hoffe, dass im Sommer aufgeräumt wird. Das, was auf dem Banner steht, ist vollkommen korrekt. Genauso scheiße wie unsere Leistung in der ersten Halbzeit. Ich glaube, ich brauche gar nichts dazu sagen. Wir waren, wie ich finde, einfach unterirdisch. Direkt nach der zweiten Minute Gegentor. Ja, da war das Ding jetzt schon gelaufen. Wir können nicht, wir wollen aber auch nicht. Wir haben einfach nicht die Qualität. Im Mittelfeld fehlt uns irgendwie das Momentum und so stehen wir halt eben hier mit einem Rückstand. Mal gucken, was noch geht. Wahrscheinlich gar nichts. Wir kennen ja Hertha BSC nicht anders. Es wird wahrscheinlich mein 6. Auswärtsspiel in dieser Saison, meine 6. Niederlage. Oh, sehr stark. Mann, jetzt nochmal alles rausholen. Ich möchte wenigstens einmal noch jubeln können. Alter, was macht denn Boetius da? Mal jetzt einmal. Oh, jawohl, jawohl, ja, ja, hey, ja, ja, wir haben es Tor gemacht. Ende des Saisontor. Das ist ja Champions League. Das ist ja Champions League. Das ist ja Champions League. Wie, was ist denn da passiert? Digga, Wolfsburg. Unsere Jugendspieler, Maser, erster Treffer im keiner dritten Spiel, glaube ich. Brutal stark. Guck mal, geht doch. Heißt unser Verein. Hertha BSC wird es immer sein. Hertha BSC heißt unser Verein. Hertha BSC wird es immer sein. Ich kann nicht mehr. Was? Was? Oh mein Gott! Champions League! Auswärtssieg! 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 Digga, was? Tor für Hertha, keine Ahnung wie. Und lol. Video Assistant, Digga, ein Scheißdreck Video Assistant. Da war gar nichts. Digga, und wir gewinnen auch noch. Wir gewinnen das letzte. Hä, Abseits? Wie kann denn das Abseits sein? Entscheidung Tor. Ach so. Ja, warte mal. Wir haben ein Tor geschossen. Wir haben ein Tor gemacht. Wir führen. Hä? Das macht... Digga. Richter hat's gemacht. Wahnsinn. Uns. Also... Stark, wir kämpfen gerade echt und das ist eine teilweise echt junge Truppe. Mit Schert, mit Rölke haben wir viele Jugendspieler auf dem Platz und die machen das echt gut. Stark, brutal. Boetius, starkes Spiel in den letzten 30 Minuten. Das kennen wir noch. Die Mannschaft verabschiedet sich hier mit jeder gegen Angst. Ja, ja,
Auswärtssieg! Auswärtssieg! Jawohl! Ja! Der Abschied, der wird gefeiert. Scheißegal, bisschen.